AZTV war in Rammelsloh im Landkreis Harburg. Die 1700 Seelengemeinde war einer der Drehorte für den Film Marco, meine 247 Tage im türkischen Knast. Hauptdarsteller sind Herbert Knaub, Veronika Ferres und Wladimir Bulakov, die Vater, Mutter und Marco spielen. Bei einem Pressetermin trafen sich die Schauspieler sowie Marcos Eltern in einer schmucken Wohnsiedlung in Rammelsloh unweit der Autobahn 7. Dort wurde die Szene gedreht, in der Familie Weiß an jenem Dezemberabend des Jahres 2007 nach Hause ins heimische Uelzen kommt. Das Wohnhaus, das in dem Drama angeblich in Uelzen stehen soll, befindet sich rund 50 Kilometer vom echten Heim der Familie Weiß entfernt, in einer beschaulichen Wohngegend vor den Toren Hamburgs. Am Briefkasten steht sogar Familie Weiß. Lastwagen und Wohnmobile stehen dicht an dicht in den Straßen. Das Filmteam hat sich eine komplette Infrastruktur mitgebracht. Zentnerschweres Filmequipment lagert rund um den Bungalow, der Garten ist weiß vom Kunstschnee, der am Tag zuvor noch auf Rasen und Terrasse aufgetragen worden war. Schließlich spielt die Heimkehr der Familie im Winter. Während Marcos Mutter, Martina Weiß, schon zu Aufnahmen nach Malta geflogen war und dort Schauspielerin Veronika Ferres getroffen hatte, war der von seiner Erkrankung gezeichnete Ralf Jahns noch nie bei den Dreharbeiten anwesend. Erst die Chemotherapien wegen seiner Leukämieerkrankung, dann am 26. Mai noch eine lebensbedrohliche Lungenentzündung, dazu die für eine solche Behandlung üblichen Höhen und Tiefen. Jahns hatte nun erstmals genug Kraft, um 2 Stunden am Set zu stehen. Er wollte mit Herbert Knaub jenem Mann treffen, der ihn spielt, sagte er der AZ. Ebenfalls beim Pressetermin anwesend war auch Produzent Michael Sauvignier. Voraussichtlich im Frühjahr soll der Streifen bei Sat.1 ausgestrahlt werden. Vielleicht gibt es auch noch eine Kinoversion, sagte Sauvignier der AZ. Schauspieler Herbert Knaub war beim Pressetermin zum Scherzen aufgelegt. Die wohnen hier. Ja, schön haben sie das gemacht hier, ihren Buchsbaum beschnitten. Ja, unser Haus ist da hinten. Ich grüße alle Heimgebliebenen. Überhaupt wirkten alle Beteiligten sehr gelassen und entspannt. Trotz Nieselregens und Drehstress waren die Schauspieler sichtlich gut gelaunt. Dieses Gefühl kann man nicht in Worte fassen. Mir zittern die Beine, sagte Ralf Jahns der AZ, als er vor dem Haus in Rammelsloh steht. Für ihn werden diese Bilder noch lange in Erinnerung bleiben.